Put your fucking hands up. Herzlich willkommen zur 22. Folge meines LPs mit meinem eigenen Modpack. Ich werde heute mal ein bisschen Gartenarbeit betreiben, dass wir da mal vorankommen. Als allererstes muss ich aber gucken, ich glaube, man kann aus diesen ganzen Pams Gemüsekrams. Also zuerst brauchen wir auf jeden Fall Weizen. Aus diesen ganzen Gemüsekrams, genau, die Seeds nämlich rausziehen. Das heißt, wir werden uns jetzt auf jeden Fall erstmal mit ein bisschen Saat eindecken. Dass wir dann auch das Kochen anfangen können. Ja, so viel Kaktusfutter moin nicht. Nochmal 5. Ein Platz ist noch frei. Ich muss das beschriften. Sand. Dann nehmen wir uns Crates mit runter. Ich brauche eine Hoe. Und erstmal Haier machen. Irgendwie spinnt das Spiel gerade total, glaube ich. Naja. So, hier lassen wir Weg. Machen wir hier mal ein Loch für Wasser. Ah, ich habe keinen Taschenplatz mehr. Ein Loch für Wasser. Machen wir da den Feldeingang hin. Und vielleicht gleich noch ein bisschen Erde holen. Erde holen und was essen, wenn ich so auf meine Essensanzeige gucke. Einmal Wasser kann ich da aber noch reinkippen schon mal. Fleisch. Aber Zeit, dass wir ein bisschen Gemüse essen, nur noch Fleisch essen. So gesund ist das auch nicht, habe ich mal gehört. Ahaha, warum bin ich hochgegangen? Nicht nur zum Essen, ne? Ich wollte doch auch Erde mitbringen.
So. Ich schmeiße jetzt mal die ganzen Setzlinge da rein, dass ich gleich noch den Rest von oben holen kann. Da machen wir Saat rein. Und hier machen wir Fertiges rein. So ein Block wässert immer 5. Eigentlich könnte ich. Ich habe jetzt 2 Würmer. Ich denke mal, ich gehe dann einfach auf Würmersuche. Vier Stück. Also ein Wurm wässert 3 mal 3. Das heißt, da ist der. Der nächste, der da. Und der nächste ist der da. Können wir nochmal anbauen demnächst. Wasser erstmal bleiben wegen dem Zuckerrohr eigentlich, aber das ist egal, dann kommt das Zuckerrohr gleich weg da. Kommt hier Weg hin. Da ein Wurm, da ein Wurm und da ein Wurm. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Ackerfläche. Dann können wir da noch eine Kiste stellen, da eine Kiste stellen. Dann pflanzen wir jetzt hier 4 mal Parsnip. Machen wir da Spargel. Dann glaube ich Spargel. Kann ich den immer 2 mal setzen oder was ist das Problem? Chili brauchen wir auf jeden Fall auch. Pflanze einfach mal an, was wir so haben. Ganz normales Weizen nehmen wir auch. Bell Pepper, das könnte auf jeden Fall Paprika sein. Das ist erst schon gewachsen. Das ist auch gut. Zwiebeln brauchen wir auch. Erdbeeren. Erdbeeren sind auch nie verkehrt. Ja, Baden ist auch nicht verkehrt. Gut, dass da noch nichts drauf stand. So, dann haben wir noch, was auch immer das alles ist. Ah, das Feld werde ich demnächst nochmal erweitern. Beziehungsweise werden wir dann wahrscheinlich einfach mal eine Runde Steve's Cards oder so bauen. Oder von Ender.io das Ding. Da brauchen wir zwar Strom für, aber da können wir, den können wir in Viertel aufteilen. Das ist gar nicht so schlecht. Das wächst doch schon mal schön. Ja, bei dem Farmer von Ender.io kann man die Felder in Viertel aufteilen und dann kann man 4 verschiedene Sachen zum Beispiel drauf pflanzen. Aber ich glaube, das Ding von Pams, da kann man sogar noch mehr drauf pflanzen. Weil den das nicht interessiert. Weil ihn das nicht interessiert. Was will ich sagen? Achso, weil er die Dinger nicht oben aberntet. Nicht unten aberntet, sondern oben. Das heißt, wir können einfach dann 4 Ecken machen und du kannst es halt auch in dem Farmer einstellen, welche Ecke du wie bepflanzt haben möchtest. Das geht nicht. Kartoffeln geht nicht. Das brauchen wir auch demnächst noch. Aber erstmal nicht.
Für ein Windkraftwerk braucht man die Industrial Hemp. So, das ist alles erstmal Saat hier. Das ist nicht Saat. Das ist schon fertig. Naja, dann lassen wir das doch mal hier wachsen und gedeihen. Da mache ich auch gleich mal einen Screenshot von. Dass ihr in der Folge gleich seht im Thumbnail, was in der Folge abgeht. Nämlich, dass es einen Acker gibt. So, was machen wir noch in der Zeit? Ich habe noch keinen Platz für die Tinkers-Schmelzer, ne? Nicht hält. Eigentlich könnten wir die hier hinbauen. Ja, die bauen wir auch hier hin. Dreimal, ja. Vielleicht erstmal klein anfangen, vielleicht erstmal 3x3 machen. Ach, das geht ja wieder nicht abzubauen damit. Obwohl das eigentlich auch unklug ist, das Ding hier hinzubauen. Ja, ihr merkt schon, ich habe hier die Bauplanung ist noch nicht ganz so vollendet. Ich baue einfach hier an, fertig. Es ist so viel Erde da. Wird einfach angebaut. Da lassen wir eine Reihe stehen. Das denke ich mal ist die bessere Wahl, das in die Ecke zu setzen. Dann wir lassen hier die Wand stehen und machen hier unseren Schmelzplatz hin. Ich glaube, die Erde lasse ich auch erstmal noch stehen. Das gucken wir gleich mal. Nacht. Da oben die Schleiminsel könnten wir uns auch mal vornehmen. Vielleicht Slime Boots bauen oder so. Dass ich mir nicht mal den Hals breche, wenn ich irgendwo runterfalle. Gehen wir mal kurz Heier machen und dann machen wir weiter. Das wächst alles schon 67%. So, und jetzt gucke ich als allererstes mal, was ich eigentlich für den Card Assembler brauche, weil der braucht auch eine Weile, bis er das Card fertig hat. Das ist hier von Steve's Cards eigentlich, da braucht man, um das Ding zu bauen, um das Card zu bauen, braucht man den Assembler. Ich gucke einfach mal spontan, ob ich das Zeug alles habe. Ich glaube, ich habe noch keinen. Habe ich schon mal Steine gebacken? Habe ich schon. So, wir brauchen gebackene Steine. Nein, das war das Falsche. Aber so ein Teil brauchen wir auch gleich noch.
Gold, Eisen, Redstone. So. Das brauchen wir zweimal. Habe ich noch genau drei Eisen über. Super. Also den Card Assembler, den lassen wir aber mal hier oben stehen. So, das ist das Teil, das Interface davon. Packt man dann hier den Motor rein. Hier oben kommt rein, was man für ein Chassis haben will. Tools, also Bohrer kann man da reinmachen. Und damit werden wir uns das Minern dann auf jeden Fall gleich zu Anfang mal etwas vereinfachen, wenn es losgeht. Deshalb erstmal der Miner gebaut. Brauche ich mir selber buddeln, dann brauche ich nur von Zeit zu Zeit in die Mine gucken und die Kiste leer machen. Dann muss ich gleich mal nochmal das nächste Mal irgendwann in die Mine, auf jeden Fall für Lava, weil die Tinkers-Schmelze wird mit Lava betrieben. Aber ich glaube, wir hatten da unten eine Ecke, wo die Lava schon recht nah war. Ich glaube, da werde ich mich dann auch ganz frech einfach hoch und runter teleportieren. Um dann erstmal ein bisschen Lava-Vorrat zu haben. So. Eine Reihe Erde mache ich mal noch ran oder zwei. Das Wasser hier drunter werde ich wahrscheinlich mal mit dem Bildersblock später dann entfernen. Beziehungsweise einfach Erde reinschmeißen oder so. So, dann. Da-da-da-da. Wir fangen mit der Schmelze an. Erstmal von denen welche. Ich glaube, das wird wahrscheinlich noch nicht mal reichen, was ich hier habe. Das ist jetzt hier das Thema. Da ist kein Grout mehr da. Aber dann muss ich halt nochmal Zeugs farmen gehen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Kies war ja eh nur, was fehlt, glaube ich. So. Ich möchte das Ding gerne. Zwei aus. Ich mach's fünf breit. Ich sage ja, das reicht noch nicht. Aber der Anfang ist gemacht. So. Mal gucken, was das Gemüse hier sagt. Das sagt, es braucht alles noch, oder? Nee. Chili können wir schon ernten.
Das können wir schon ernten. Das können wir schon ernten. Ist noch nicht fertig. Das geht schon. Schon einiges fertig jetzt hier. Oh, der Spargel. Das haben wir schon drin. Da haben wir hier Erdbeeren. Spargel. Gurken. Zwiebeln. Salat. Da haben wir noch mal neue Seeds. Artischocke haben wir schon. Rüben müssten ein paar Snip, glaube ich, sein. Und Chili schon. Mensch, ist doch schon schön. Der Anfang ist gemacht. Einmal aufräumen. Ich brauche auf jeden Fall gleich nochmal Sand, dass ich noch ein bisschen mehr Grout machen kann. Und dann ist die Schmelze auch schon ein ganzes Stück weiter. Ja, es geht voran. Es geht voran. Die kann ich noch umcraften, weil ich brauche die ganzen Clay-Blöcke dafür. Ne, so wollte ich das nicht haben. Oh. So. Ah, es ist nur Kies und Sand, den ich jetzt holen muss gleich. Okay. Aber wenn ich auf die Uhr gucke, werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Zeit ist leider schon wieder rum. Von daher, danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Falls ihr das noch nicht getan habt, würde ich mich über ein Follow freuen. Ich kann euch empfehlen, schaut bitte mal, wenn ihr Bock habt, wie ich spiele, etc., wenn ihr euch das gerne anguckt, wovon ich ja ausgehe, wenn ihr jetzt mir ein Follow da lasst. Guckt doch in die Vorliste rein. Da wird noch ein bisschen mehr geschisselt auf jeden Fall. Das heißt, optische Überarbeitung. Da habe ich auch mehr Zeit ja, da komme ich wahrscheinlich schneller voran, weil ich den Stream noch nebenher habe. Ansonsten sage ich jetzt, bis zum nächsten Mal. Everybody get your fucking hands up.